Wir haben hier eine Verkaufsfiliale, wo wir einfach den Besuchern die Möglichkeit geben möchten, für Aldi-Preise einzukaufen. Wir sind auf Southside zugegangen, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen da jetzt mitmachen, wollen da auch mal eine Filiale stellen, und das Southside ist auch gleichzeitig auf uns zugegangen. Also das heißt, sie wollten auch Aldi Süd wirklich explizit haben. So offen waren wir noch nie als Aldi, so groß waren wir auch noch nie, viel größer als unsere größten Filialen. Ich glaube, für die Mitarbeiter ist das ein Riesen-Highlight. Und wenn man hier sich kennenlernen kann zwischen den Gesellschaften, ganz viele neue Mitarbeiter trifft. Hier gibt es Programme im Camp rundherum. Also uns war es ganz wichtig, dass wir den Mitarbeitern nicht nur in der Filiale, sondern eben auch in ihrer Freizeit ein super tolles Erlebnis ermöglichen und vor allen Dingen ja, die Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber zeigen. Und das haben wir eben versucht, indem wir ein Camp auf die Beine gestellt haben, in dem es nicht nur ja, Facilities gibt wie Betten und Sanitäranlagen, sondern eben auch diverse Freizeitaktivitäten, einfach damit die Mitarbeiter sich hier wohlfühlen. Total schön. Also ich bin echt erstaunt, was Aldi hier auf die Beine gestellt hat. Kunterbunt gemischt. Ja. Aus Altstadt haben wir jemanden dabei, aus Malberg haben wir dabei, Donaueschingen sind ein paar dabei. Das Festival zu besuchen, das mit der Arbeit zu verbinden, ist natürlich Jackpot. Ja, jetzt liegen Wochen und Monate der Planung hinter uns mit sehr, sehr vielen Stunden, Emotionen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt sind wir das erste Mal mit Aldi Süd beim Southside mit dabei. Und wir freuen uns einfach auf diese Zeit. Und ich glaube, es wird auch richtig toll hier. Wir sind die ganze Zeit voll dran. Was heißt Stress? Stress kennen wir nicht. Wir schaffen beim Aldi. Ja, dass die Leute das mega feiern, wie die reinkommen und jubeln und schreien und Laola machen. Alles da. Alles da. Alles, was er braucht. Das ist der geilste Aldi Deutschland. Ich habe viel erlebt, 31 Jahre, der Aldi, das Spiel, viele schöne Sachen erlebt, und das ist natürlich ein Highlight. Die Wahrheit ist, dass das hier alles saugeil ist. Okay. Super, geil, es ist eine tolle Stimmung, jede Menge Kunden, super. Echt krass, wie gut alle zusammenarbeiten, über Gesellschaftsgrenzen hinweg, über Ebenen hinweg, dass alle, ja, dass sich einfach so ein super Feeling aufgebaut hat und jeder jeden unterstützt. Wir sind irgendwann in die Backwelt gerannt mit 40 Leuten, weil die Not am Mann hatten. Das will man nicht missen. Wir werden uns schon hier mit Tränen verabschieden, wahrscheinlich von allen. Also ich werde die Zeit auf jeden Fall vermissen, ich werde öfters dran denken, weil es war echt, war toll, ich habe echt tolle Menschen kennengelernt. Ich werde die schon vermissen. Also die Gründe, warum wir es auf jeden Fall wieder machen wollen, ist einfach das, was man von den Mitarbeitern hier auch dann zurückbekommt. Diese tolle Stimmung, dieses Teamgefühl, auch Aldi mal als Arbeitgebermarke zu sehen, die einfach jetzt jung und modern ist, und wo man einfach ja, sowas hier schaffen kann, das ist ja schon Wahnsinn. Auch eben für die ganze Kundschaft hier auf dem Southside, die sind so happy, dass wir da sind. Und jetzt wissen die auch, dass wir da sind und sagen auch schon, hey, das nächste Mal nehme ich einfach gar nichts mehr mit und kaufe alles beim Aldi ein.